Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man Tomatenpflanzen richtig ausgeizen kann. Das Ausgeizen der Tomatenpflanze ist sehr wichtig. Ihr könnt hier meine Tomatenpflanze sehen. Die Nebentriebe, die sich entwickeln, rauben der Pflanze ziemlich viel Kraft und geben somit auch zu Lasten der eigentlichen Tomate. Aus dem Grund ist es wichtig, dass man die Pflanze regelmäßig auch ausgeizt. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze geht und was ein sogenannter Nebentrieb ist. Das beste Beispiel könnt ihr vielleicht gerade hier sehen. Hier ist der Hauptstamm von der Tomatenpflanze und es haben sich jetzt hier einige Nebentriebe entwickelt, die man ausgeizen muss, um halt die Tomatenpflanze etwas zu schonen, dass halt die Energie nicht in diese Nebentriebe geht. Was man nicht machen sollte, ist diese Nebentriebe abschneiden, da die Infektionsgefahr für die Tomate zu groß ist. Aus dem Grund solltet ihr die Nebentriebe einfach rausbrechen und das Ganze am besten auch noch an Tagen, wo es warm und trocken ist, da aus der Pflanze eine milchige Flüssigkeit austritt, die auch relativ schnell trocknen sollte. Auch, dass da keine Infektionsgefahr entsteht. Deshalb macht das nicht an verregneten Tagen, sondern an warmen Tagen. Und ihr geht wie folgt einfach vor. Ihr nehmt euch den Nebentrieb und brecht diesen einfach ab oder reißt ihn raus. Hier können wir ihn sehen, noch relativ klein. Ich würde euch auch empfehlen, das zu machen, wenn die Triebe noch sehr klein sind, da sie so der Pflanze noch keine Energie geraubt haben. Ja, so viel zum Tomaten ausgeizen. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Wenn ja, lasst doch einfach einen Daumen nach oben da, abonniert auch gern meinen Kanal und dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Bis dahin!